einem neuen Video auf dem Live-Bot-Server bei Minecraft Pocket Edition. Heute schaltet der Survival Games mal aus, denn ich möchte euch heute mal den Live-Bot etwas genauer zeigen. Also ich mache hier ein bisschen Rundgang für euch, weil ja, der Server ist generell recht episch. Also da gibt es sehr viele Dinge, die man erkunden kann. Auch wenn man nichts abbauen kann und gar nichts, es gibt hier viele Sachen zu sehen. Also der Server ist wirklich lässig aufgebaut. Und ich habe mir gedacht, ein Video ist es wert, dass ich euch mal hier herumführe. Also gehen wir zuerst mal ganz normal zum Survival Tor. Also das hier ist einfach ein ganz normaler Raum. Das hier soll eine Statue darstellen. Von wem weiß ich auch nicht. Aber ihr seht, das ist so eine Art Mensch mit einem riesen, mit einer riesen Axt oder was. Also so, wie nennt man das? Manche Könige haben so einen Stab, so einen großen. Was das ist, keine Ahnung, sind so gefälschte Wasserportale, keine Ahnung. Und irgendwie, das haben wir, glaube ich, im Let's Play schon mal gesehen, da war mal ein Name oben und ich weiß auch, glaube ich, wie man da hochkommt. Nämlich, wenn man da auf diesen Baum klettert und dann so auf die Blöcke auf den Berg da hoch und dann so weiter nach hinten. Aber das schauen wir uns alles noch an. Jetzt gehen wir erstmal hier hin. Da steht auch schon einer. Mit einem komischen Namen. Also hier kann man so Beachball spielen. So Volleyball. Wenn ich das so richtig sehe. Ja, ich glaube schon. Hier ist es beim Skyboss Tor. Den Skyboss Part werde ich auch noch hochladen. Weil für Skyboss ist auch so ein Minigame, dass ich auch LPen möchte und da habe ich schon ein Part aufgenommen. Ja, und das habe ich erst viel später herausgefunden. Man kann danach hinterbei gehen und die Leiter hoch und dann werdet ihr sehen, was sich da hinten verbirgt. Da kommt gerade jemand runter. Dem, was wir eben schon gesehen haben, der ist jetzt auch raufgegangen und zu dem gehen wir jetzt auch. Und zwar seht ihr hier, jetzt sind wir da ganz oben. Auf der Map, halt ganz oben am Rand. Man kann hier nicht raussteigen. Das ist das sowas wie eine unsichtbare Wand. Aber dafür hat man hier, hier ist so ein Gehäuse, hat man eine super Aussicht, muss ich sagen. Und ich habe mir selber noch nicht angesehen, wie das so von unten aussieht, das Gehäuse. Das habe ich mir noch nicht angesehen. Das können wir uns auch gleich. Diamond, you look beautiful. Da spricht wahrscheinlich mit irgendjemandem. Mal sehen. Ja, da oben ist die Kuppel. Egal. Jetzt. Alter, sind da viele Leute. Mann, oh Mann. Und das lohnt sich ja, in diesem Video hier reinzugehen. Alter, was ist denn hier los? Hier ist da voll die Party. Ja, das ist das Café. Hier kann man bei diesen zwei Villagern bestellen, nur da kann man halt auch nicht rein. Auch wieder so eine unsichtbare Wand. Und ja. Das sind halt die Sitzplätze und das, was auch ganz witzig gemacht wurde. Hier ist das Woman's Restroom, also das Mädchenklo. Toilet under Construction. Oder Konstruktion, keine Ahnung. Und das ist nämlich ganz komisch, das soll das Männerklo sein. Und da sind Tintenfische im Boden drin. Sie stecken da und gucken blöd. Wieso das? Keine Ahnung. Nur wenn man sie angreift, dann tinten sie ganz normal, als würde man sie töten. So, das ist, also das soll wahrscheinlich heißen, die erledigen ihr Geschäft, weil sie tinten oder was auch immer. Oh, das habe ich noch nicht gesehen. Doch, Blödsinn, das habe ich schon gesehen. Die Schrift da ist auch echt geil. Überhaupt die Farbe. Stay frosty, my friend. Bleib auf dem Eisigen stehen. Oder keine Ahnung. Meine Deutschkünste sind wieder nicht so gut. Ja, wo es hier dann hingeht. Blief, da kann man auch so Minigames machen, aber werde ich vielleicht auch noch zeigen, aber das spiele ich fast nie, also das ist nicht so besonders.
Und da hinten ist, glaube ich, nichts. So, wie lange haben wir denn? 5 Minuten. Hallo. Ich habe dich eben schon im Café gesehen. Ah, das ist die Diamond. Vielleicht, die haben das sicher zu ihr gesagt. Ich schreibe mal Hi. Ah, sie hat auch schon Hi geschrieben. Hallo. So, ich muss jetzt aber mit dem Rundgang weitermachen. Hier, das ist eine ganz gute Jump-Übung. Das kann ich euch zeigen. Da kann man nämlich so herumjumpen. Geh mir hier aus dem Gesicht. Jump. Hüpf. Boing. Boing. Ja, was da unten ist, das zeige ich euch dann auch noch. Das ist recht nice. Lalala. 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 Nicht abrutschen. Lalala. Oh. Oh. Lalala. Ich habe es bis jetzt weiter geschafft als je zuvor. Lalala. Alter! Okay, jetzt ist vorbei. Das bei den Zaunfehlern ist nicht mehr so einfach. Was hier da unten ist, das zeige ich euch auch jetzt. Und zwar, das Schild wird es euch verraten. You found a secret room. Und da ist Kirsten 0311. Und fühlt sich einsam, aber jetzt bin ich ja da. Nur ich brauche nicht gleich weg, weil man kann hier nur mit Slash Hub oder Slash Spawn raus, weil man nicht rausgehen kann. Also das ist ungefähr so wie in Snowbound, in dieser Falle da in der Mitte im Spawn, wenn man so runter durchs Wasser und dann nicht mehr hochkommt. So kommt man auch hier nicht mehr hoch. So war das jetzt da. Weil da gibt es noch was. What the hell? Und zwar, wenn die da hochgeht, wenn man dann wirbt, wenn man da hochschwimmt, da hat schon jemand bis da ganz oben irgendwie geschafft. Wie das, das weiß ich nicht. Aber man kann hier irgendwie hoch. Es ist noch immer, mir ist es noch immer ein Rätsel, wie, also ich will das echt noch wissen. Es ist echt schwierig. Ich verstehe selber nicht, wie man da hochkommen soll. Ich mach mal kurz die Brightness ganz hoch. Oder halt die Helligkeit vom Handy. Da kommt man aber nicht hoch. Das ist unmöglich. Das war mal so einer mit Steve Skin oben und ich dachte mir, wie kommt denn der da hoch? Das kann ich mir bis heute nicht erklären. Nope. Egal, bevor wir uns hier die Zeit vertrödeln, zeige ich euch lieber nochmal den Rest. Und zwar, ja, hier kann man auch noch zu so einer Art Beobachtung Secret Base hin. Also, ups. Das Serpent's Den. Ja, was das heißen soll. Keine Ahnung. Hier ist auch wieder so eine unsichtbare Wand. Das ist einfach so eine kleine Basis. Keine Ahnung. Und hier kann man auch irgendwie hoch, aber wie? Hab kein Peil. Doch, habe ich eigentlich. Wenn man das hier wegmacht. Ach Mensch. Ach, nee, vergiss es. Das, vielleicht zeige ich euch das noch in einem Survival Games Part, wie ich da. Ah, jetzt verstehe ich. Kaum mache ich die Helligkeit im Handy höher, kapiere ich es auch. Da kann man hoch. Ich will da hoch, ich will da hoch, ich will da hoch. Ja, der Zombie. Wie das? Guck mal, wer da ist. Da haben sie einfach so einen Zombie hingestellt. Und ich kann mir auch gar nicht erklären, was. Hier steht Stay Chat Chat mit einem Herzzeichen. Ja, wieso der da steht und wieso man doch wegen der unsichtbaren Wand nicht hin kann, kein Peil. Aber ja, das ist Secret. Und ja, und das ist das Letzte, das ich euch heute in diesem Part zeigen möchte. Und zwar das Baumhaus. Das ist ganz schwierig, dass man da nach ganz oben kommt. Also das hier ist noch relativ einfach.
Doch halt da wird es halt schon schwierig. Das habe ich heute so ganz random geschafft. So, ganz vorsichtig. Ach Mensch. Ich will jetzt noch hochkommen in diesem Video. Ich will da jetzt noch hochkommen. Ich habe das geschafft. Ich habe das geschafft. Ja, nee, fast, fast, fast. Ich will da jetzt noch hoch. Ich will da jetzt noch hoch in diesem Video. Das mache ich jetzt noch. Alter, ach, dann halt nicht. Gut, ich hoffe, euch hat der Rundgang gefallen und vielleicht guckt doch auch mal für die Minecraft Pocket Edition Besitzer am Liveboard-Server vorbei. Ich kann euch nur kurz zeigen, was ihr da reingeben müsst. Also ihr müsst wenn ihr auf Spielen, auf Neu und auf das Zeichen da drückt, neben Ex, Ex, nicht, Entschuldigung, neben Erweitert, dann könnt ihr bei der IP-Adresse müsst ihr den Code geben, ab play.lbsg.net. Also das ist das Einzige, was ihr reinschreiben müsst, also dass ein Doppelpunkt dann nicht mehr und das 19132, das steht überall, das braucht ihr gar nicht. Das steht nämlich sowieso schon da und das sollte man noch nicht ändern. Ja, ich hoffe, wie gesagt, es hat euch gefallen und wir sehen uns wieder bei den nächsten Videos. Danke fürs Ansehen, ein Däumchen wäre ein Träumchen und bis dann und ciao!